Halte durch, Son Gohan. Piccolos hartes Training. Ach du Scheiße, wir haben noch einiges vor uns, wie mir scheint. Okay, wir kommen auch noch nicht zum Finale. Es ist Piccolos hartes Training. Und hi, willkommen zurück zum wundervollen neuen Part von Rainbow Z The Take of the Sails. Humph! Schwachen Freunde des Vaters haben unser Training aufgehalten. Nee. Hey, Stotz und Gohan. Mach dich bereit, denn ab heute werden wir richtig kämpfen. Oh, ho, 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 ho. Dieses dreckige Grinsen von ihm, das gefällt mir nicht. Außerdem hat er keine Pupillen. Das ist fucking seltsam. So gut, folge mir. Wir gehen nach Südosten zu den Nemuria-Ruinen. Die Nemuria-Ruinen? Gibt's ein Problem, Son Gohan? Ja, nichts. Okay, die Nemuria-Ruinen. Da hat mich der Roboter vor einem halben Jahr gerettet, als ich mich verlaufen hatte. Da wurde er begraben, ob es ihm gut geht. Der Roboter? Hey, was nuschelst du denn da? Jetzt wird trainiert, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Mr. Piccolo! Wow! Ich kann... Ha! Ich kann einfach die Scheiße wegsprengen. Da haben wir einen geilen Shortcut geschaffen, würde ich mal sagen. Wisst ihr was, ich habe absolut keinen Nerv, mit euch zu kämpfen. Absolut keinen Nerv. Lass mich gehen. Ich gehe jetzt. So, die Nemuria-Ruinen suchen wir. Nemuria, Nemuria, Nemuria. Sollte auch hier in der Gegend sein, oder? Die sind in dem Gebiet, wo ich gerade eben war, richtig? Ich sage ja. Ich behaupte mal, ich muss dafür da rechts entlang. Und das ist gar kein Shortcut. Ah ja, die fröhliche Musik. Ich kann die Musik überhaupt nicht nachmachen, sie ist ja shit. Okay, was haben wir hier? Gottes Urteil. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Gott nicht einfach so über mich urteilt, als wäre ich einer seiner Kinder oder eins seiner Kinder. Dankeschön. So, es Gottes. Ich hoffe, es ist eine Ausrüstung. Die Ausrüstungen sind immer am besten von dem ganzen Zeug, was man finden kann. Gottes Urteil. Wo ist es? Nirgendwo. Ist es dann vielleicht Kapsel? Weil wenn es keine Kapsel ist, habe ich eh kein Interesse daran. Ist es nicht. Okay, fuck. Gottes Urteil, ist mir egal. Ist mir einfach egal. Mir egal, was es ist. Ich will es gar nicht wissen. Gib mir die Schatzruhe! Gegnermagnet. Ich glaube, auf den werde ich verzichten. Und wisst ihr, was wir jetzt auch, glaube ich, noch machen werden? Mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ich komplett vergessen hatte. Allerdings sollte ich die möglichst schnell erledigen, bevor es doch unangenehm wird. Und zwar gehen wir in eine Stadt. Okay? Können die mir soweit folgen? In eine Stadt. Du fuck, mich wirst du im Nahkampf verprügelt. Yeah! Dreckiger Flamingo! Dem haben wir es gegeben. So, wir gehen in eine Stadt. Und dann westliche Hauptstadt werden wir wählen. Und dort werde ich versuchen, mir Kietränke zu... Da ist der Schatzruhe auf dem Dach. Hab ich noch nie gesehen. TP-Trank 50. 50% der TP kann ich damit aufheilen. Alter. Füllt das Gehirn des Verbündeten vollständig wieder auf. Ja, komm, gib mir 10 Stück von Kietrank 50. TP-Trank Z. Ha. Fuck, gib mir lieber 5 davon. Ich kann mir nicht so viele leisten. TP-Trank 50. Gib mir noch 7 davon. Okay, das heißt, wir haben noch 10.000 übrig. Klare Sache, ein paar Phönixfedern brauchen wir noch. Was könnte man sonst noch mitnehmen? Satellitenlaser. Mir fallen die beiden Laserstrahlen aus dem Himmel angegriffen. Ich glaube, ich verzichte. Wisst ihr, was wir mitnehmen könnten? Kiel-Kapsel 50. Kann ich eine mitnehmen? So, okay. Das war relativ solide, würde ich sagen. Und jetzt versuchen wir, die Schatzruhe aufzusuchen. Hä? Warte mal. Hä? Da war eine Schatzruhe auf dem Dach. Ich muss doch irgendwie rankommen können. Hier aus dem Weg. Da war was. Ha! Tempozeichen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich bin begeistert. Okay, gehen wir zurück in die Bruchödnis. Die gute alte Bruchödnis. Und dieses Mal sind wir itemtechnisch auf jeden Fall bereit für die Scheiße. Ich sollte genug Zeug haben, um mein Key aufzufüllen und auch meine Leben. Das ist relativ wichtig.
So, da oben rechts gab es nichts. Da haben wir schon nachgeschaut. Ist das hier? Das sollten noch die Ruinen sein, oder? Scheint mir doch richtig zu sein. Augenbindeknöchel. Okay, damit können wir Gegner erblinden lassen mit unserem Fausthieb. Und hier haben wir große Bohne. Es ist eine größere Heilung. Die hat eine hohe Donnerresistenz, okay? Ihr seid andere Varianten von dem Flamingo. Das gefällt mir nicht. Das macht Piccolo wütend. Kaboom! Und abgewehrt. Yay. Das sind die Fachviecher, die immer wegrennen. Und die haben mir ja gefehlt. Au. Und ich glaube, der heilt uns auch nicht mehr, so wie es mal der Fall war. Wie mir gerade aufgefallen ist. Oh Mann, ich habe doch nicht das Timing dafür. Willst du mich verarschen? Hatte gerade wirklich so ein Gohan einfach umgebracht. Was haben wir denn hier? Die Demuria-Ruine sind direkt voraus. Genau! Finde das Teufelsarmband, das ich tief in den Ruinen versteckt habe. Was finden allein? Musst du dich aufhören wie ein ängstliches Kleinkind. Es wäre doch kein Training, wenn ich dir die Hand halte, oder? Ja, ich finde das Teufelsarmband, du bringst es her. Seht ihr? Deswegen bin ich nicht zurückgegangen, um zu speichern. Oder um mich aufzuhalten, weil ich wusste, dass da gleich irgendwas kommen wird. So, er ist jetzt allein unterwegs. Ja, das funktioniert nicht. Fuck. Teufelsarmband. Hier soll Piccolo jetzt, du darfst nicht weiter, oder? Oh, fuck, was? Nein, lauf! Was ist da los, Was zum Fick? Sind das die Muria-Ruinen? Das hat weh. Wow, die Demuria-Ruinen. Hier bin ich vor einem halben Jahr vor Piccolos Training weggerannt. Ungefähr hier fing ich an zu weinen. Wie eine Bitch. Hoffentlich geht es dem Roboter gut, der mich gerettet hat. Ich sollte mit Piccolos Training anfangen. Er sagt, dass das Teufelsarmband tief in den Ruinen versteckt ist. Oh, in den Ruinen, okay. Das sind also die legendären Demuria-Ruinen. Gut. Das ist aber interessant. So. Fuck. Ich hoffe, die Gegner hier sind nicht allzu stark. Weil so ein Gohan ist halt, er ist halt echt nicht stark bei mir. Ich denke, dafür ist so ein Training nicht verkehrt, um stärker zu werden. Und Resistenz hoch, so fuck wie ich. Friss mein Masenko! Friss es! Dreckige Hexe! 231 Schaden, willst du mich verarschen? Es ist viel zu viel! Nimm dies! Du lebst noch. 220. Fucking fuck. Die Gegner sind zu stark hier. Oh, ist nicht gut. Wird nicht gut ausgehen. Er stirbt halt auch nicht. Er stirbt nicht. Warum stirbt er nicht? Nimm die Spritze da weg. Und nimm dies. Hey, wir haben den ersten Gegner besiegt. Das ist gut ausgegangen. Ich bin sowas von am Arsch. Fuck. Fucking. Das wird nicht gut ausgehen. Komm, mittlere Bohne, zieh dir ein paar davon rein, da ich genug. Ich hab genug mittlere Bohnen, die kein Arsch mehr braucht. Oh Gott, was für ein Weg ich hier entlang. Ich würde da lieber den anderen entlang gehen, weil ich da eine Schatztruhe sehe. Riesige Rakete. Was auch immer. Ich werde jetzt nicht sagen, von wegen, ich kann mal meine riesige Rakete zeigen. Nein, das werde ich nicht sagen. Fuck, ich bin schon wieder fast tot. Das ist nicht gut. Aber ich bin im Zornmodus. Das bedeutet, eine wilde Kombo von Zorn angetrieben, ein von Zorn angetriebener Körperangriff. Wahnsinn. Das macht einen großen Unterschied für mich. Hör auf damit, du Fuckfisch, ich bin jetzt zornig. Yeah. Ich glaube, das, was man mit so einem Gohan machen sollte, sind immer diese zornigen Zornangriffe. Weil er eigentlich durch die eine Fähigkeit sehr schnell in den Zornmodus gehen kann. Ich habe kein Key mehr.
Und ich bin tot. Okay. 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 Ist nicht übermäßig gut gelaufen. Machen wir uns an der Stelle mal nichts vor. Vermutlich sollte Son Gohan auf einem höheren Level sein. Oh, ein T-Rex. Kämpfen wir gegen den. Wisst ihr was? Vielleicht sollte ich hier einfach in der Wüste noch ein bisschen trainieren, bevor ich weitergehe. Weil wäre das nicht die verkehrteste Idee. Oh, du fuck, wie. Oh, der ist so stark. Weil hier habe ich direkt einen Speicherpunkt. Zornanzeige nicht voll. Aber ich habe doch mein Zorndingens gemacht. Warum bist du noch nicht zornig genug, Son Gohan? Nein, ich bin schon wieder fast tot. Willst du mich verarschen? Kannst du denn immer so schnell fast tot sein? Okay, komm schon, jetzt. Wir werden ab. Gute Arbeit, denke ich. Und jetzt volle Wunderkraft. Ach du Scheiße. Ach du meine Fresse. Okay, pass auf. Planänderung. Wir werden jetzt die Ausrüstung von Son Gohan ein bisschen ändern. Weil das funktioniert hier aktuell noch so gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. So. Du bekommst voll Armband. So, damit haben wir alle Parameter um 6 erhöht. Bist du damit in der Lage, irgendwas zu machen, kleiner Son Gohan? Die Fackviecher werden dich wieder umbringen, das sehe ich doch jetzt schon. Oh, er hat sich geheilt, okay. Er wird wegrennen. Ja, er rennt weg. Er ist weg. Er ist geflohen. Er ist einfach geflohen. Lass dir es nicht gefallen, Son Gohan. Lass deine Gegner nicht einfach vor dir wegrennen. Jetzt machen wir Senko. 258 Punkte geheilt. Das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, auch die um 6 erhöhten Parameter sind alle noch nicht... Kannst du bitte aufhören damit? Sind noch nicht genug. Aber es will das noch nicht genug. Oh, du Fuckviech. Hör auf, dich zu heilen! Oh Gott. Maschenko! Nimm dies! Fuckviech. Willst du jetzt bitte sterben? Abgewehr! Okay, ratet mal, wer Son Gohan auf Level 35 gelevelt hat, weil ich gehört habe, dass 35 das magische Level ist, wo man ihn hinleveln möchte. Ich habe dies getan und es hat relativ lange gedauert. Und ja, meine Methode, das zu machen, war, dass ich einfach im Kreis gelaufen bin, einen Gegner besiegt habe, der Gohan dann fast gekillt hat die meiste Zeit über. Dann bin ich hier zum Teil gelaufen, habe gespeichert, habe mich aufgeheilt und dann kam der nächste Gegner. Und viele davon haben mich auch gekillt und verdammte Scheiße. Ich muss euch sagen, Leute. Auf Level 35, als er das Level erreicht hat, seine Werte haben sich enorm erhöht. Manche Werte haben sich teilweise, die wurden um 3 erhöht. Das heißt, jetzt sollte ich mit dem guten Gohan was anfangen können. Und das ist übrigens auch gut, dass er hier auftaucht. Interessanter Gegner. Wie wir schon gesehen haben, gab es ja auch ein paar dieser Dodo-Männer, die hier einfach aufgetaucht sind. Und er kennt ja diese Fuck-Dodo-Fuck-Viecher. Und die sind gerne weggerannt. So, und das ist der Dododo. Und der Dododo hat die Eigenschaft, dass er viel schneller als Son Gohan ist und leider jedes Mal immer wegrennt. Und ein bisschen Schaden damit macht. Und er hat eine spezielle Musik. So eine Art Shiny, könnte man sagen. Quasi so ein seltenerer Gegner. Gibt es insgesamt ein paar seltenere Gegner, habe ich gemerkt. Oder ein paar seltenere Varianten. Und ich wüsste gern, was der Dododo so kann. Aber ich werde es nicht herausfinden. Ich weiß es nicht. Überspringen bitte. Beziehungsweise, was man von dem bekommen kann. Bestimmt bekommt man von dem was Cooles, aber er ist immer viel schneller als ich. Ich kann ja nichts dran ändern. So, ja. Cool. Das haben wir schon geklärt. Hier sind wir wieder in der legendären Höhle. Seid ihr bereit, ein Abenteuer in den Nimuria-Ruinen? Seid ihr bereit, hier ein Abenteuer zu erleben? Ich bin fucking bereit. Bin ich wirklich? Ich weiß jetzt nämlich, wie ich mit Gohan umzugehen habe. Ich weiß es jetzt. Und dann haben wir als Gegner eine kleine beschissene Hexe. Ich nicht lache. So, Taktik, die wir mit Gohan an den Tag legen wollen, ist... Oh, die macht immer noch eine Menge Schaden.
Und natürlich hast du mich direkt, genau. Natürlich hast du mich direkt jetzt soweit dann komplett ausgeschaltet. Willst du mich verarschen? Hör auf, wir machen mit Gohan auf jeden Fall zuerst immer Zorn. Damit ist er im Zornmodus in der Regel, wenn wir Glück haben. Und dann können wir jetzt natürlich den Superangriff raushauen. Allerdings, wie ihr natürlich seht, kann ich mir das Key-technisch nicht allzu viel leisten. Deswegen machen wir Sprint. Sprint ist nämlich, solange ich das Zornteil eingesetzt habe und er im Zornmodus ist, ein ziemlich starker Angriff. Und Gohan wird sterben. Er wird ja sowas von sterben. Sprint! Ja, er ist tot. Cool. Darf ich dazu anmerken, dass dieser Gegner jetzt gerade Bullshit war? Das war halt so unfair, dass er mich dann direkt gelähmt hat. Und ich einfach nichts machen konnte. Das ist doch... Fucking Gohan, ich habe dich jetzt 6 Level hochgelevelt. Wie kannst du dich einfach von dem so schnell besiegen lassen wieder? Ach, ich bin mir sicher, ein zweiter Sprint hätte gereicht, um das Fuckfisch auszuschalten. Das ist das Problem, aber egal, wie wir springen. Ich sollte jetzt in der Lage sein, das alles zu schaffen. Wenn ich jetzt nicht in der Lage dazu bin, dann werde ich nie in der Lage dazu sein. Und niemand wünscht sich, dass ich dazu nie in der Lage sein werde. Ich habe nämlich vor, das Spiel durchzuspielen, also... Soll ich das vielleicht irgendwie hinbekommen? Die Muria-Ruinen sind jetzt soweit, aber wirklich... Würde ich sagen, sind eine schlimmere Stelle als Raditz. Ich weiß nicht, was wenn ich normal Sprint mache, ohne... Ausweichen ist gestiegen. Oh, Junge. Ja, wir hauen einfach mit Sprint zu. Wir machen einfach ein paar Mal Sprint. Ohne das Zornteil. Sollte eigentlich für die Gegner hier reichen. Also, neben Raditz ist das hier auf jeden Fall die ekligste Stelle aus dem Spiel bisher. Weil ich wieder unglaublich viel leveln musste. Ich hasse es, wenn das Spiel das macht, dass ich wirklich leveln muss. Und warum macht der 250 Schaden mit seinem Bullshit? Warum hält sein Ausweichteil so lange? Das ist doch unfair. Ich krieg schon wieder... Willst du mich verarschen? Ich krieg schon wieder auf die Fresse. Alter. Gohan. Bring ihn um. 400. Seht ihr? So viel Schaden mache ich, wenn die Scheiße auch mal trifft. Und 1000 Erfahrungspunkte. Apropos, schicke Karotte bekomme ich pro Gegner. Ich dachte mir nämlich, ich könnte den Karottenhandschuh gleich mal ausrüsten. Wenn ich eh schon keine wirkliche Verwendung mehr für das Geld habe. Und das hat sich gelohnt, soweit wie ich finde. So. Ah, 72 Key habe ich jetzt hier verbraucht. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warte mal. Ich glaube, hier will ich erstmal rübergehen, bevor ich hochgehe. Wir gehen erstmal deinen Weg rüber. Oh, es ist Mumienmann. Dich kenne ich noch von der Oberfläche. Was ein Fuckfisch. Allerdings hast du den Vorteil, dass du viel Erfahrungspunkte gibst. Gott, dieses fucking Training hier, das ist echt... Das ist ziemlich schrecklich. Weil die Gegner hier... Das sind echt starke Gegner, liebe Leute. Das sind verfickt starke Gegner. Und ich kann hier auch nicht einfach meine Superangriffe immer losfeuern. Weil mir da mein ganzes Ki extrem schnell ausgeht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass mir mein Ki ausgeht. Denn ohne Ki stehe ich nicht allzu gut da. So, Mumie down. Yay. 1000 Erfahrungspunkte. Fuck. Das ist nicht genug. Das ist nicht mal wirklich mehr als... Ich glaube, draußen die Mumie hat genauso viel gegeben. Okay, dann sind das hier drin also die gleichen Gegner wie draußen im Großen und Ganzen. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich gehofft, dass hier drin schwächere Gegner sind. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt mal. Au. Oh, warum habe ich den Karotten dann schon noch ausgerüstet? Oh Gott, nein. Lauf! Lauf! Willst du mich gerade verarschen? Was ist eigentlich das Problem von dem Fuckviech? Oh, die geheimnisvollen Nemuria-Ruinen. Hier war ich ja noch nie. Jetzt habe ich wieder meine beschissenen Ninja-Sandalen an der ersten Stelle, damit ich mich wenigstens... ich also für den Gegner stellen muss. Fuck, diese beschissenen Ruinen. Was ist eigentlich euer Scheißproblem? Warum sind die Gegner hier alle so stark? Oh Gott, ich muss alles wieder von vorn machen. Sprint! Frisst den Sprint, dreckige Mumie! Das erinnert mich daran, dass ich die AP von Gohan auch noch verteilen sollte. Das würde wahrscheinlich auch alles ein Stück weit einfacher machen. Weil Gohan muss sich auf jeden Fall den Sprint stärker machen. Der ist nämlich ein guter Angriff. Tempo von Son Gohan gesunken, wundervoll. Das kann ich mir ja leisten. Und er greift vorher an. Vergiftet? Nein, ich bin gar nicht vergiftet. Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Denn in der Regel bin ich immer vergiftet, nachdem du den Fuckangriff machst, du dreckiges Kackmumien. Bin ich begeistert davon, bei der ganzen Situation aktuell. Ich bin nicht begeistert. So, was haben wir hier? Geistlicht. Geistlicht. Okay. Geistlicht. Ups.
ist es eine Kapsel. Da haben wir irgendwo ein Geistlicht. Ein Gegnermagnet, das werde ich bestimmt nicht machen. Erhöhte Chance auf Begegnungen mit seltenen Gegnern. Oh, das ist interessant. Das Problem ist, die sind auch gleichzeitig stärker seltenen Gegner. Steigert Tempo und Chance von gegnerischen Schleichangriffen. Okay. Das will ich lieber nicht machen. Damit bin ich zwar schnell unterwegs, aber ich will keine gegnerischen Schleichangriffe haben. Haltekarte. Nee. Dann wird das wahrscheinlich irgendwas von hier sein, was ich gerade bekommen habe. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie viele schicke Karotten habe ich? 11. Okay. Warum suche ich überhaupt noch? Warum mache ich das überhaupt noch? Was suche ich denn? Die Scheiße, die ich gerade eben gefunden habe. Gut, was auch immer das war. Es war bestimmt irgendwas. So, ganz langsam aber sicher schleichen wir uns hier durch die Gegend und versuchen unterwegs nicht zu sterben. Fuck! Mir fällt gerade ein, erstmal... Alter, der Vampir. Ein Vampirboxer. Das sind die Schlimmsten. Weißt du was, Vampirboxer? Fick dich. Nein, hör auf damit! Fuck, Viech. Sein Angriff steigt dadurch. Das ist ein Stück weit ein Teufelskreis. Friss meinen Superangriff! Ja! Das ist das Knoblauch unter den Angriffen. So, erstmal wieder heilen, damit Gohan nicht drauf geht. Und dann Fähigkeit. Mein guter Son Gohan. So, dann machen wir ein Stück weit stärker, weißt du was? Sprint maxen wir direkt aus. Sprint ist nämlich unglaublich wichtig für dich, Son Gohan, wie ich gelernt habe. Vor allem, weil es ein echt günstiger Angriff ist. Wahrscheinlich wurde er inzwischen ein Stück weit teurer, aber es ist mir egal, damit kann ich leben. Komfortarmband. Okay. Lass mich das mal anschauen. Warum habe ich Vollring, aber nicht dieses eine Detail, das alle Parameter um 2 erhöht? Das ist relativ dumm. Aber Komfortarmband, das suchen wir jetzt zuerst mal. Komfortarmband. Das müsste doch hier irgendwo sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Komfortarmband. Da ist es. Führt jede Runde etwas Ki auf. Oh, das will ich. Und Popos Turban. Für mehr Erfahrungspunkte will ich ehrlich gesagt auch mal behalten. Sollen wir jetzt jede Runde ein paar Ki-Punkte aufladen? Ist das? Okay, hier sind wir falsch erstmal. Ist das? Oh, kann ich hier unten entlang? Wo komme ich denn hier raus? Hier komme ich nirgendwo raus. Cool. Wenn wir jede Runde ein bisschen Ki aufladen, ist das keine verkehrte Sache, weil wenn ich richtig liege, sollte mein Sprint ja relativ sparsam sein. Dementsprechend sollte ich damit dann einiges machen können. So, gegen den will ich jetzt gar kein Risiko eingehen. Wir machen Zorn. Ja! Au, hör auf damit. Ich mache so viel Schaden, die Gegner. 13 Ki. Oh, der Angriff kostet jetzt doppelt so viel wie davor. Fuck. Und, wie viel Schaden macht er? Er macht da nicht doppelt so viel Schaden, er kostet einfach nur doppelt so viel. Fuck. Ausweich von Goldener Wolf ist gestiegen. Ah, fucking fuck. Ich will nicht noch mehr Ki verschwenden. Ach ja, er kann jetzt besser ausweichen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Fick dich. Level 37. Son Gohan hat Level 37 erreicht. Wenn das jetzt immer noch nicht reicht. Ich habe jetzt noch 2 Level-Ups draufgelegt. Wenn das jetzt immer noch nicht reicht, um die Scheiße zu schaffen, dann bin ich langsam wirklich, wirklich wütend. Wisst ihr, was mich am wütendsten macht gerade bei dem blöden Training hier? Dass es auch hier immer wieder Gegner gibt, die so ein Gohan einfach... Ich habe hier nach jedem Kampf, den ich gemacht habe, bin ich immer ins Speichern gegangen, habe mich voll aufgeheilt. Aber trotzdem kann ungefähr jeder zweite Gegner Gohan besiegen. Er ist einfach zu schwach für alles hier. Das pisst mich so an, ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich werde jetzt das eine Fuck-Item, das da oben liegt, das werde ich mitnehmen. Weil das war ein gutes Item, das wo sich mein Key auflädt. Und ansonsten werde ich nichts mitnehmen. Oder keine extra Ausflüge machen, so wirklich. Ich habe nämlich echt keine Lust mehr. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Geh mir nicht auf den Sack. Ich gehe jetzt. Leck mich. Ich will gar nicht wissen, wer du bist. Ey, ich gehe einfach. Ich will das nicht mehr machen. Ich will das wirklich nicht mehr machen. So, was da oben in der Truhe ist, keine Ahnung, mir egal,
Nichts, was ich haben will. Das da drüben in der Truhe, das will ich haben. Der Rest mir egal. Nehme ich dich mit, nicht mein Problem. Du kleines Fuckviech. Sterben! Ach übrigens, für eine Sache habe ich mich auch bei Sangoran entschieden. Und zwar, oh, er hat das wieder gemacht. Okay, cool. Das ist ziemlich cool für dich, Bro. Weiß ich wirklich zu schätzen, dass du einfach den Angriff gemacht hast. Aber es ist mir egal, ich gehe. Ich setze mich mit der Scheiße nicht auseinander. So, eine Sache, die ich nicht mehr machen werde, ist bei Sangoran bei seinen Fähigkeiten wieder alles auf Sprint zu setzen, weil er dann doppelt so viel kostet, da nicht wirklich stärker wird. Das ist Schwachsinn. Stattdessen, Zorn, unglaublich gut. Den machen wir weiter hoch. Und dann, fuck, ich glaube, das war der Gute. Dann würde ich den, ehrlich gesagt, noch gern weiter hochleveln. So, und damit sollte so ein Gohan schon ein Stück weit stärker unterwegs sein wieder. Yay! So ein kleines bisschen. Gegen stärkere Gegner zumindest. Ah, okay. Okay, wir reißen uns zusammen. So, Gohan ist übrigens jetzt so langsam einer meiner stärksten Kämpfer, die ich habe. Das ist ziemlich deprimierend. Weil es ist fucking so ein Gohan. Er ist ja noch nicht mal ein Super Saiyajin oder so. Es ist einfach nur so ein Gohan. Er ist trotzdem inzwischen schon einer der stärksten Kämpfer, die ich so habe. Einfach weil ich so viel mit ihm jetzt trainieren musste. Es ist einfach deprimierend. Versteht ihr? Einfach. Fick doch mal deprimierend. So. 1000 Erfahrungspunkte. Yay. Entschuldigt mich, ich möchte nach oben gehen. Da möchte ich einen beschissenen Speicherpunkt finden. Dann will ich meine Ruhe von diesem verdammten Gebiet haben. Ich will einfach nichts mehr davon hören, okay? Ich will nichts mehr von dir wissen, du Gebiet. Nichts mehr. Und da ist der Vampirboxer. Aber wisst ihr was zum Thema, ich will nichts mehr davon wissen? Okay. Ne, wisst ihr was, von dem Vampirboxer will ich noch was wissen. Wisst ihr, was ich von ihm wissen will? Wie fühlt es sich an? Mein guter Vampirboxer. Wie fühlt es sich an, gleich zu sterben? Oh, fuck, ja. Er hat mich auch fast gekillt. Mach einfach alle so viel Schaden! Jetzt stirb, du Haufen Scheiße! Stirb! Danke! Mein Gott, wie viel Schaden er gemacht hat! Habt ihr das gesehen? Warum macht die alle so viel Schaden? Das ist langsam nicht mehr lustig. Ich kann langsam nicht mehr drüber lachen. Verdammte Scheiße. Truhe, riesige Rakete. Wahnsinn, die habe ich mir gewünscht. Okay, kleiner Pilaf, kein Interesse an dir, absolut kein Interesse. Ich will die Scheiße nur hinter mir haben, okay? Ich will nicht mit euch diskutieren, ich will einfach nur gehen. Ich will, was auch immer ich hier suche, finden und dann will ich von Piccolo meinen Schulterklopfer haben und dann möchte ich für immer meine Ruhe haben vor euch, okay? Ich will nichts mehr von euch hören. Nie wieder. Warum kämpfe ich überhaupt gegen die Mumie mit dem dreckigen Giftatem? Die ist fucking stark. Ist viel stärker, als sie sein sollte. Aber wie auch immer, er kann auch einen Sarg nach mir werfen. Hey, der hat mich diesmal gar nicht betäubt. Allerdings habe ich natürlich das Glück, dass der Gegner zwar besiegt ist, aber oh, die Vergiftung ist überstanden. Okay, doch, ich wollte gerade sagen, die Vergiftung bleibt, aber nein, bleibt sie nicht. Sie ist soweit überstanden. Kein Speicherpunkt in Sicht, okay. Okay. Habe ich kein Problem mit. Kietrang 50, Kietrang 50. So. Wo will ich denn hin? Da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, da will ich hin. Ich glaube, ich will zu dem Speicherpunkt. Kann ich zu dem hin? Das ist die Frage. Und da hinten war der Roboter. Habt ihr den Roboter gesehen? Ich habe ihn gesehen. Er war da hinten. Gerade im Geröll. Wehr ab. Gute Arbeit. Jetzt tötet den kleinen Pilaf. Der aus irgendeinem Grund schneller ist als ich. Warum ist er so viel schneller als ich? Kleiner Haufen Scheiße. Stirb. Dankeschön. So. Damit kann ich ja wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, und eine Sache, die ich nicht vergessen darf. Immer aufheilen. Gohan wird jede Gelegenheit nutzen, um zu sterben, wenn ihm eine geboten wird. Ja, komm, hast du dich jetzt gefunden? Überall Sackgassen, wo kann es nur sein? Oh, da hinten etwa? Ist das etwa der Robomann? Sieht fucking bescheuert aus. Hey, Roboter, es geht dir gut, ich bin Son Gohan. Das ist eine gute Sache, oder, dass er Son Gohan ist? Was, deine Batterie fehlt ja? Nein, nicht die Batterie! Wenn er seine Batterie hätte, könnte ich mit ihm reden. Vielleicht liegt in Ruine irgendwo eine Batterie rum. Ich hasse dich so sehr, Son Gohan.
Ich hasse dich so sehr. Ich muss jetzt irgendwo eine... Oh, keine guten Erfahrungen mit dem Hexmann gemacht. Den kämpfen wir nicht. Oh, sieht aus, als wäre die Batterie des Roboters leer, obwohl eine Ersatzbatterie in den Ruinen hier gibt. Willst du mich verarschen? Ich kann jetzt nirgendwo... Gib mir alle nicht auf den Sack! Ich kann jetzt nichts im Speicherpunkt oder so hinter, weil du eine Ersatzbatterie für den Roboter brauchst. Okay. Gut. Dann werden wir das wohl so machen, wie es aussieht. Nicht entkommen. Das ist nicht gut. Es wäre besser, wenn du entkommen würdest, Son Gohan. Ich hatte dich nicht vor gegen... Oh, jetzt geht die Scheiße los. Lauf jetzt! Oh nein! Nein! Lauf jetzt! Lauf, lauf, lauf! Oh, danke. Meine Güte. Es tut mir leid, weil es gerade unglaublich nervig ist, aber... Ich habe auf die ganze Situation hier gerade sehr viel weniger Lust als ihr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles. Absolut nichts. Von hier aus kann ich auch... Ich muss wieder komplett zurück. Okay. Ich sehe mir nicht, dass die Batterie in dem einen Fach teilweise sich ausgelassen habe. Haben wir hier irgendwo noch einen Gang da ganz unten vielleicht? Alter. Nein, gegen den kämpfen wir nicht. Gegen den kämpfen wir nicht. Nee, hier ist kein Gang. Oder? Nee. Alter! Ich hab die beschissenen, verkackten Ninja-Stiefel, welche bringen das weniger Vollbegegnungen gibt. Kann ich mal 3 Meter laufen, ohne die ganze Zeit getötet zu werden. Meine Güte. Die Stelle hier aktuell pisst mich wirklich an. Okay, hier haben wir wieder den komplett unnötigen Gang. Sehr schön. Was wollt ihr denn von mir hier gerade? Alter, halt die Schnauze, du fuck goldener Fucklöwe. Geistlicht. Ist immer noch nicht, was das Geistlicht sein soll. Hier kann ich auch nirgendwo runterhüpfen oder so. Nein, kann ich nicht. Was soll das Ganze denn? Wo soll ich denn hin? Lauf. Oh nein, wir nehmen Schaden. Oh nein. Er ist verwirrt. Er macht einfach irgendwas. Er wehrt natürlich nicht ab. Nein, werde ich jetzt sterben? Ich werde jetzt sterben, oder? Ja! Was soll man sagen? Fucking Fuckstelle! Gott! Was wollen die denn gerade von mir? Sie sehen wir wohl im nächsten Part. Wie schön! Gute Nacht.